Ja, aber nicht schuld. Alle wartet wieder auf seine Show. Also langsam wird's besser, ne? Mir ist nicht mehr ganz so schlecht. Doch schön. Aber du kannst dich jetzt von der Brutmutter ankotzen lassen. Ja. Aber dass sie das immer noch nicht hinkriegt, dann dass man so ein scheiß Fleischberger am Anfang ist, ist echt doof. Ja, spawnt halt alles auf einem Fleck, ne? Im Endeffekt, wenn man so spawnen würde, wie wir jetzt stehen, wäre es kein Problem. Ja. Naja, vielleicht bekommen sie es irgendwann mal noch hin. Ich glaube nicht dran. Ich auch nicht. Wollte Ist gerade hart. sagen. Glaubst du ernsthaft? Glaub nur das, was ich sehe, und das ist gleich ein Dino-Haufen. Ja. Und ein Allo, der einfach reinrennt und verreckt. Die Kalikotellen auch. Die sind auf aggressiv. Aber wenn so ein Kalikotellen erst mal tankt, wäre das ja ganz cool. Ja, dann haben wir zumindest mal Zeit, den Haufen auseinander zu fummeln. Das sagst du schön. Dem, Anpfeifen dem, und dem, rausziehen. dem, Man sieht ja dem, gar dem, nichts. dem, 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 dem. Sollen wir noch die Tabajaras holen, dann können wir währenddessen noch ein bisschen Ententanz machen. Nein, warte. Oh Ja, je. Ihr könnt es gar nicht erwarten, hier zu sterben, ihr Verrückten. da, 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 Und dann wundert euch, dass es einen Dino-Knoten gibt, wenn ihr so einen Blödsinn macht. So, Kopf weg. Kopf weg, sag dich! Laura, du sollst nach hinten laufen. Entschuldigung. Ah. Kopf weg. Und was ist drin? Eine Eine fette, eine Brutmutter. dicke, fette Brutmutter. So, Ja. seid ihr alle ready zum Sterben? Mach doch. Ja. Nein. Bitte. Murmel. Und schaut wieder gut aus. Das Bürzelchen guckt nach raus hinten. Ist egal. Wie das aussieht. Es wäre aber lustig, wenn wenn die Schwänze dann abgetrennt werden. Genau, und dann würden die Wenn so Rechse eine drinnen verbluten, Eidechse oder wie? rauskam. So ein Nee, wie bei einer Eidechse. Ich schmeiße doch auch ihren Schwanz ab und können nachwachsen lassen. Ich glaube, das können nur Geckos. Nö, Eidechsen können Oh. das auch. Ich? Ich sehe nichts. Weichhaufen. Ich mein Rex nicht. Ist auch nix. Mann, Rex. Hier ist Killerkrümel. Mein Rex ist nicht da. Doch, doch. Was? Wo denn? Meiner kommt auch. Also. Da war es in der Mitte. Kinder, Kinder, greift an. Noch ein Kommt zu Schirm. steht kein Rex. Doch, in der Mitte steht ein Rex. Nein! Doch. Nein! Natürlich. Bei mir steht da kein Rex! Warte mal, ich pfeife mal. Jetzt! Jetzt ist da ein Rex! Wo ist mein Rex? Der Der ist steht der auch noch da Kaputte hinter hinten. dir. Links von, rechts von dir. Oh, ich hab mein Schaleck. Da war eben kein Rex. Also die ist definitiv gefährlicher. Na, ach so, okay. Konfitüre ist tot. Zitrönchen. So einer lebt noch. Das war's. Jetzt nicht Naja. mehr. Die 1700 hauen dann halt doch ganz gut rein, ne? Ja.
Aber jetzt stehen wir wieder auf der Brücke. Ja. Was wollen wir machen? Ich komme zumindest weg. Ein Alo ist tot. Na, einer muss noch leben. Einer ist noch da, ja. Ja. Ich habe eh nur eben schon gesehen, dass der recht blutig ist. Mein Rex ist auch bei der Hälfte. Wir haben sie wieder verbuggt, das ist langweilig. Nee, oder? Das ist schön. Doch. So. Lass mal bitte rauslaufen. Das ist langweilig, wenn die sich nicht bewegt. Komm nicht raus. Komm. Also ich bin weggegangen. Ja. Wenn ich hänge nicht drin. Jetzt macht sie wieder. Oh, sie hat geknurrt. Aber wenn die nichts macht, ist ja blöd. Haken. Der ist gleich tot. Ja. Hallo, tot. Da hat sie wieder Spinnen gespawnt. Ja. Oh, das sieht... Ist die immer 124? Yep. Ja. Aber macht jetzt mehr Damage wie vorhin, oder? Mhm. Um einiges mehr. Doppelt so viel, glaube ich. Wieder verbuggt. Wenn ich rückwärts laufe, falle ich runter. Ja, du steckst aber halt auch direkt drin, ne? Jetzt macht's oder was? Ja, aber die läuft immer in mich rein. Dein Rex ist aber auch schon gut blutig, April, ne? Ja, ich weiß. Ich komm hier nicht raus, der wenn ich rausgehe, falle ich runter. Ich komm hier nicht mehr weg. Ja, dann lauf doch rückwärts, dann fällst du halt die Brücke runter, aber du kannst ja dann wieder. Dann fallen wir alle die Brücke hinterher runter, weil die Rotmutter auch noch da unten verschwindet. Okay. Jetzt macht sie wieder was. Guck mal, ich hänge gar nicht an der Brücke so mehr. Sieht lustig aus, April. Ja, die will mich töten. Jetzt hat sich umgedreht. Sehr schön. Wartet mal kurz. Jetzt dreht sie sich wieder rum. Ja, ich weiß. Ich find's wunderbar, die sich bei uns, ne? Okay. Marco, dein Rex hat ein Ei gelegt. Moment. Der hat schon wieder miaut. Ich bin gleich tot, ich will hier raus. Macht wieder nix. Jetzt macht sie wieder. Will hier raus. Also mein Rex ist fast tot. Ja. Aber ich hab ja noch drei Ersatzrechse, ne? Zieht sie mal ein Stückchen zurück, damit Apple da weg kann. Ja. Oh. Oh. Genau so. Also wenn der tot umfällt, ne, ist mir egal. Ich hab noch ein Viertel. Ich nicht. Ich hab noch unten so ein ganz kleines Stück. Da ist er tot. Achtung, 3, 2, Bob. Okay, Rotmutter down. Was? Wo ist denn mein Sattel? Nichts mehr. Ja, gefunden. Okay. Muss ich jetzt runter von dem ganzen Rex? Und was war diesmal drin? Warte. Ich weiß nicht. Hat es irgendeiner von euch gelohnt? Ich hab's nicht. Guck mal, Marco, siehst du dein hübsches Ei da liegen? Ja. Guck mal, die Spinne rennt weg. Also ich hab sie nicht gelootet. Ich auch nicht. Ich hab 28 Elemente im Rex. Gut. Ja, ich bin selbst fast tot, ne? Da ist die Spinne! Scheiß Spinne! Mistvieh! Mach auf neutral! Du hast doch einen Rex da! Na, aber der ist fast tot! Ich wollte immer noch eine Spinne schaffen. Wieso rennt der jetzt wieder los? Der war auch sehr bekloppt, oder was? Ne, ich hab gerade auf neutral sieht der Rex aus. Ja, schön. Die extra passiv gehabt. Der Rex hat noch 1000 Leben! Ja, gut. April! Ich weiß! So. Das Knäuel beim Rausporten ist schlimmer als beim Reinporten. Ja. Mhm. Meinst du, ich hab einen Stand? Weil wir in einem Lootstrahl stehen. Kinder? Hilfe. Der Lootstrahl ist weg und ich sitze auf irgendeinem Rex. Ich hab einfach mal reingepfiffen. Ja, ich auch. Oh, und guck mal, ich hab gleich meine Süße gefunden.
So, mal gucken, wie es aussehen. So, ich hol den Nächsten, der sterben kann, ne? Ich glaub zwar nicht, dass die Rechse noch einen schaffen, aber... Nee, ich glaub auch nicht. Muss mal probieren. Also April, ich kann dir einen von meinen geben. Wenn du die denn nicht mehr brauchst, weil ich würde jetzt ungern. Aber ich glaube, die müssen wir jetzt komplett voll heilen, damit das schwer nochmal wird. Ja, ja, also meine hat von 27.000 nur noch 7.000. Also einen Rex kann ich anbieten. Weil ich habe noch Dame, Joy und den ich gestern noch gelevelt habe. Wenn Tobis und Sunnys Rex überleben, ist es kein Problem. Dann habe ich noch Weiber zum Züchten. Also du solltest nicht deine ganzen Zuchtviecher wegmachen. Nee, ich habe ja Hector und Dame jetzt noch hier stehen. Die stehen nicht in der Zuchtbox. Die einzigen, die noch in der Zuchtbox stehen, ist der eine Orangene, Zuchtmann, Zuchtfrau und Joy. Also solange ich Zuchtmann und Zuchtfrau noch habe, ist alles gut. Will jemand Dame nehmen, oder? Also wenn du mir geben könntest, weil bis ich den hier hochgeheilt habe. Hast halt dann keinen Imprint, ne? Das ist mir relativ... Das sieht total lustig aus. Soll ich dir was sagen? Ich habe 23% Imprint. Laura, wie sieht dein Rex aus? Er hat von fast 8.000. Von 27.000. Soll ich dir Joy mit runterbringen? Dann gehen wir mit den dreien rein. Ich würde aber eigentlich mit meinem hochgehen. Ja, mir ist es egal. Ich kann es nur anbieten. Welche Rex ist noch fast down? Ich bin meiner jetzt gerade am Hochheilen, bin bei 7.600 jetzt wieder. Ich bin bei 3.000. Ey, Tobi, dann stell du deine weg, ich gebe dir Joy, April kriegt Dame und ich... Ich glaube, wir werden das Imprint brauchen. Das Imprint reduziert den Schaden um 30%. Das darf man nicht vergessen. Oder wenn's... Bevor wir jetzt hier die ganze Zeit machen, dass Inner sich kurz draufsetzt, infinite Stats und dann wieder weg. Das wäre dann die Alternativmethode, wenn es Fleisch nicht reicht. Mhm. Es ist ja auch nicht so, dass man hier regelmäßig jetzt die Brutmutter im Fließband machen. Wir wollen ja heute nur mal sehen, wie weit wir es denn so schaffen würden. Die Trophäen kriegt man mehrere dann, oder? Ja. Ja, leider. Pack sie alle in den Vogel. Weil ich nehme dann jetzt Hector mit. Ich habe gesehen, dass ich irgendwelche Dinger gelernt habe. Ja, die Tech-Sachen haben sich freigeschaltet. Ja. Also ein paar davon. Genau. So, Fleisch haben wir noch irgendwo, oder? Ich habe gerade alles in meinem Rex drin. Ich habe noch was im Inventar, falls noch jemand braucht, weil mein Rex ist ja voll. Braucht noch wer? Ich habe noch etwas. Das wird eh nicht reichen. Bleib stehen. Ansonsten im Zuchthaus ist noch rohes. Ja, ich habe noch ein bisschen gekocht und ein bisschen roh. Ich hatte ja meinen Rex eben gelootet. Und mir fehlen jetzt noch 10.000 Leben. Mir fehlen noch 17.000. Ich glaube, wir machen es lieber mit Infinite hoch, oder? Ja, ich glaube, sonst dauert das jetzt ein bisschen lange, bis man das alles wieder hochgeht. Ach, ja, ich setze mich gerade mal auf den von April. Ich denke mal, jetzt bei der Brutmutter auf schwer sollten wir vielleicht doch ein bisschen taktischer vorgehen. Mhm. Zwei Level. Und da ich Munition und Raketenwerfer in der Tasche habe, würde ich sagen, ich bleibe in meinem Rex erstmal hinten und ballere erstmal meine Munition leer. Wenn ich nochmal Infinite Stats eingebe, ist weg, ne? Ja. Ich werde meinen Rex Könntest du vielleicht das Imprint meiner noch geben? Ich habe gerade gesehen, der hat noch 32%. Darf ich mich nochmal draufsetzen und das machen? Sorry, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, manchmal klappt es nicht so ganz. Mal eben was probieren. Jetzt hat sie voll. Oh, danke schön. So. Der hat aber jetzt hat sie auch gleich viel mehr Health und ein bisschen mehr Damage. Ah. Oh, noch einer? Na, ich guck mal, wie weit ich mit meinem komme, noch mit Fleisch. Ja, ein bisschen fair müssen wir ja noch bleiben.
Oder Fleisch habe ich ja noch. Fleisch habe ich jetzt noch ein bisschen gekochtes. Guck mal, April, eigentlich bräuchtest du den Kamm von meinem. Von der Farbe her. Ja, ich weiß, aber irgendwie ist das vom Vater rausgekommen, den ich eingefärbt habe. Aber der sieht doch auch irgendwie cool aus. Aber Tobi, ich würd dir nicht raten, einen Rex draufzuschicken. Wegen? Ohne Imp, der hat ja dann keinen Reiterbonus und kriegt dadurch 30% mehr Schaden. Warum macht der hier noch wenig Schaden? Ich will doch einen anderen Rex mitnehmen. Machst du einen WDR? Dann lasse ich den erstmal hinten stehen und baller trotzdem erstmal die Munition leer. Na, also ich würde auch dann hinten stehen bleiben erstmal mit draufballern. Und wenn die anderen dann langsam zu viel Damage kriegen, können wir dann reingehen mit unseren Rexen, die dann ja noch voll sind. Und der Rest stellt sich hinter die Brutmutter und knabbert von hinten. Wenn das so klappt, wie gedacht. Wenn nicht, wird's ein lustiger Vibe gleich. Hat auch was. Na, können wir wieder neue Rexe machen. Ja, ich habe ja genug. Können wir dann gleich einen Anschluss Babyparty machen? Ich hab nicht genug Eier da. Ich kann 1, 2, 3 und wenn eure beiden überleben, 5 machen. Ich hab auch noch ein Weibchen bei mir. Ich hätte auch noch einen gelevelten Spino, fällt mir ein, den kann ich auch noch mitnehmen. Stimmt, ich hab da auch noch ein paar, aber die stehen bei mir oben rum. Müsste ich erstmal eine halbe. Kann ich rein theoretisch das Alu-Rudel mitnehmen? Okay, ich muss du doch wissen. Noch mit drauf? Musst du wissen, wenn du sie loswerden möchtest. Ich benutze die halt nicht. Die sind da nur blöd. Sag mal, das gebratene Fischfleisch heilt doch schneller, oder? Ja. Aber wir haben kein gebratenes Fischfleisch. Wenn da nur rohes. Alle drin gerade in der Bars, oder was? So, Dicker. Du bekommst jetzt was Leckeres. Also meinen könnte ich vielleicht ohne Infant Stats hochkriegen. Also mir fehlen jetzt auch über 10.000. Na, bei mir sind es noch 8. Dann mache ich das nächste Mal eine ganze Garde, Guardians. Du weißt schon, es gibt eine Begrenzung. Okay, Lars hätte auch noch ein Weibchen. Einzige, was ich halt jetzt... Haben die Rexe von euch noch Cooldown? Musst du doch wissen. Nein. Nö. Mir braucht man nicht gucken, meinst du, das ist ein Männchen? Ja, ich habe ja mit Markus und. Nö, glaub nicht. Weil dann wäre es, denke ich, sinnvoll, wenn wir vorher jetzt Eier machen. Na dann? Oder? Meins geht auch. Ich stehe im selben Käfig. Das hat 45 und 40. Der Zehmkäfig macht bei deinem keinen Sinn, Tobi. Einen kann ich ja noch oben mit reinpacken. So. Wieso? Wir wollen jetzt nur die zwei Weibchen von uns verbauen. Könnten wir sie gleichzeitig hier reinstopfen. Und das Männchen dazu. Wollen wir jetzt da oben die alle einsortieren? Ja, muss ich aber das Männchen halt holen. Naja, lieber eins holen, als drei wegbringen. Ich hole so lange meinen Spino noch runter. Der stirbt, lasse ich mir halt einen neuen machen. Das Krümelmonster folgt dir noch. Ups. Hm? Jetzt nicht mehr.
Ja, hier ist Zuchtmännchen. Kann ich meine auch noch mal reinpacken? Kannst machen, ja. Doch zu. Ach, da war schon immer die Loot Crate. Die pfeift schon, obwohl noch nicht mal alle auf Wandering stehen. Bringt doch nichts. So. So. Ja, Digga, willst du einen Keks haben? Dein Spiel ist anscheinend ein Männchen, wa? Warte. Überleg, ob ich meine mitnehme auch. Meine ist halt nicht gelevelt und so, ne? Okay. Wo sollen die denn hinrennen? Vorab. Die rennen dem Spaß davon. Guck mal hier. Guten Appetit. Nimm deine Apfeltasche. Uch. Hey, Digga, da liegt sie. Hast du? Gut. April, du musst kurz gucken. Ich muss was trinken gehen. Die bewegen sich ja gar nicht. Sag ich doch. Bin auch fast fertig. Der ist zu weit gelatscht, ne? Mhm. Bei mir ist die Anzeige noch. Ja, oh, guck mal, du willst noch ein Weibchen mitnehmen? Da liegt eins, da liegt noch eins, ich heb auf. Nur der von Tobi muss noch legen. Da ist es. So, dann alle aus. Hast du schon zwei ausgemacht? Ja. Gut, dann sind alle aus. Könnt eure Rexe abholen. Oh, schön, dann ist die Aufnahme abgeraucht. Im Zuchthaus.